Dieser Spieler bekam einige X-Ray-Meldungen auf meinem Minecraft City-Build-Server, also entschied ich mich dazu, ihn weiter zu beobachten. Als erstes entdeckte er die Diamanten ganz normal beim Strip-Mining. Doch auf einmal schaute er komisch durch die Wände und baute sich direkt zu den nächsten Diamanten. Danach hat es nur wenige Sekunden gedauert, bis er sich nach unten baute und weitere Diamanten fand. Schlussendlich waren es mir genug Beweise, um ihn für X-Ray zu bannen, aber bevor ich das mache, trollen wir ihn ein bisschen. Ich flog zu einem in der Nähe liegenden Mob-Spawner, in der Hoffnung darauf, dass er sich zu diesem gräbt. Demnach endete ich die normale Truhe zu einer Redstone-Truhe und füllte diese mit Diamantblöcken. Anschließend platzierte ich darunter TNT und sobald er die Redstone-Truhe öffnet, explodiert hier alles. 5 Minuten später baute er sich direkt zu dem Mob-Spawner. Er killte schnell alle Zombies und zerstörte den Spawner. Danach leerte er die erste normale Truhe und als er die Redstone-Truhe öffnete, wusste er, dass er ein Problem hat. Das TNT explodierte und er starb ebenfalls dabei. Also teleportierte ich ihn in dieses Gefängnis und pro Follow wird er einen Tag gebannt und um entbannt zu werden, muss er die Challenge aus dem Top-Kommentar erledigen. Der Server ist Diavon Bedrock, folge für mehr.